Was wir heute an den Aktienmärkten gesehen haben, das ist ein lupenreiner Short Squeeze. Da standen manche auf der falschen Seite oder stehen nach wie vor auf der falschen Seite. Und dann reichen zwei gute Nachrichten für die Märkte. Zumindest nimmt man an, dass sie gute Nachrichten sind. Und bums, geht es nach oben. Und dann müssen diejenigen, die Short sind, die also Short-Positionen aufgebaut haben, weil eben die Kurse zuletzt gefallen waren, weil wir jetzt eigentlich 3-4 Wochen negative Kursentwicklung hatten, da haben die sich abgesichert, haben Short-Positionen aufgebaut. Ich hatte heute im Videoausblick die extreme Short-Positionierung gezeigt, die derzeit am Markt der Fall ist. Werde ich in diesem Video auch nochmal kurz bringen, damit man sieht, ja, da ist wirklich der Weg des größten Schmerzes wohl heute passiert. Und wir schauen uns mal diese zwei guten Nachrichten an, die hier MarketWatch auf den Punkt bringt. Man sagt, ja, es gibt Hope for an additional stimulus. Es gibt also Hoffnung auf einen zusätzlichen Stimulus, also dass man doch irgendwie hier was auf die Reihe bekommt seitens der US-Politik, wenn möglich vor den US-Wahlen, und chinesische Wirtschaftsdaten. Dazu gleich mal mehr. Hier die Aussage von Nancy Pelosi, die Führerin der Demokraten, die gesagt hat, ja, es gibt nach wie vor Hoffnung, ist nach wie vor möglich, dass es diesen Stimulus-Deal gibt. 2,4 Billionen wollen ja die Demokraten, die Republikaner deutlich weniger. Jedenfalls, das war schon mal so ein bisschen das, was die Märkte hören wollen, die schon fast ihre Stimulushoffnung komplett begraben hatten. Jetzt gibt es wieder diese Hoffnung, wenngleich ich glaube, dass das relativ unwahrscheinlich ist, dass das jetzt zumindest vor der Wahl noch passiert. Aber sei es drum, das war der erste Treiber, und der zweite Treiber sind eben die chinesischen Industrieprofite, mithin also die Profite der chinesischen Industrieunternehmen. Und wir sehen hier, da geht es steil nach oben, das ist hier diese obere Chart-Grafik. Und wir sehen auf der anderen Seite, und das macht diese Daten so ein bisschen fragwürdig, zumindest die chinesischen Erzeugerpreise, die sind zwar auch ein bisschen gestiegen, sind aber nach wie vor sehr, sehr niedrig. Das heißt, offenkundig sind die chinesischen Unternehmen nicht in der Lage, die Preise zu erhöhen. Nun sollen aber angeblich massiv die Profite gestiegen sein. Nun kann ich als chinesisches Unternehmen nicht einfach mal Massenentlassungen machen. Und das ist ja der größte Kostenfaktor normalerweise, den ein Unternehmen hat. Also ein paar Fragezeichen, die bleiben da bei diesen Daten. Xi Jinping will jetzt natürlich als starker Mann erscheinen. Dazu braucht er gute Wirtschaftsdaten. Und Industrieprofite ist da ein dankbares Feld. Da kann man sagen, oh, guckst du, wir haben wahnsinnig gute Profite gemacht. Das kann eh keiner nachkontrollieren. Dementsprechend ist das zumindest mit Vorsicht zu versehen. Und das ist wahrscheinlich die Hauptursache hier, die Sie sehen. Das sind diese massiven Short-Positionen, die jetzt aufgebaut wurden, so stark wie seit dem Jahr 2006 nicht mehr. Da sind die Kurse gefallen, da müssen sich manche absichern, da müssen andere Tribut zollen der Kursentwicklung der letzten Wochen und sagen sich, Mensch, jetzt geht das doch noch weiter unten nach unten, vor allem vor der US-Wahl, die ja nur Risiken bereithält. Das sind ja kaum Chancen, hat man sich gesagt. Das ist doch alles letztendlich ein verlorenes Spiel jetzt für uns. Also gehen wir massiv short, und dann passiert erstmal genau das Gegenteil. Sehen wir hier auch praktisch jetzt mal alle US-Futures. Ich hatte diese Grafik heute Morgen, wie gesagt, schon gezeigt. Also S&P, Dow Jones Future, Russell Future und Nasdaq Future. Da sehen wir hier massive Short-Positionierung. Das haben wir lange, lange nicht gesehen. 47 Milliarden stehen jetzt auf der Short-Seite, vor allem durch Hedgefonds, durch CTAs, also durch amerikanische Vermögensverwalter, und die kommen natürlich in Schwierigkeiten. Wenn die Kurse nach oben gehen, dann müssen die zurückkaufen, müssen ihre leerverkauften Positionen eindecken, treten damit als Käufer auf, und so erklärt sich die Kursentwicklung teilweise heute. Und das, obwohl noch in der letzten Woche massiv Gelder abgezogen wurden aus den Aktienmärkten, vor allem aus dem Tech-Bereich, sowohl aus Fonds, ganz normalen Investmentfonds, als auch aus ETFs. Also es waren jetzt nicht nur die Fonds, die hier einen Aderlass verzeichnen mussten, sondern auch ETFs interessanterweise. Und da gab es ja Zuflüsse, die diese Bewegung nach oben unterstützt haben. Jetzt denken sich viele, dumm, dass ich da mein Geld abgezogen habe. Jetzt will ich wieder rein, und dann geht es vielleicht in die andere Richtung. Wir werden sehen. Jedenfalls hier der S&P 500, der aus einem Abwärtstrend jetzt nach oben ausgebrochen ist und damit natürlich ein bisschen Luft jetzt hat entwickeln können. Der ganz große Druck ist jetzt erstmal raus.
Aber es stehen ja viele Unsicherheiten noch an. Schauen wir uns mal hier die typischen Montage an im Jahr 2020. Es ist der Tag mit der größten Volatilität, 1,95%. Die Daily Swings, also die Schwünge intraday an einem Montag, mehr als am Dienstag, mehr als am Mittwoch, mehr als am Donnerstag, mehr als am Freitag. Man kann also hier sehen, dass am Montag die größte Volatilität herrscht oder die größte Schwankungsbreite, und dann nimmt das tendenziell ab hin zum Wochenende. Der Montag ist ja oft ein bullischer Tag gewesen. Wir hatten, wann war es, letzte Woche, glaube ich, hatten wir ja so einen herben Verlusttag, aber sonst ist normalerweise Vaccine-Optimism angesagt. Da kommt dann übers Wochenende eine windige Pharmafirma und sagt, wir haben da in Phase 2,12 Versuche gemacht und die sind nicht alle sofort verstorben, also sehr aussichtsreich. Dementsprechend haben wir da schon viele, viele Rallys gesehen. Heute sind es andere Dinge. Ist es eben Stimulus? Ist es China, das seine Daten so ein bisschen hübsch gemacht hat, die diese Rallye heute ermöglichen? Und wir haben dann die Sache mit dem US-Dollar. Ich hatte mehrfach schon darauf hingewiesen, der US-Dollar an einer wichtigen Marke. 23,8er Retracement des Abverkaufs seit dem Hochpunkt der Corona-Krise. Kurz vor der Corona-Krise war der Dollar ja relativ auf genau dem Stand, auf dem er jetzt heute Morgen noch war. Das heißt, wir hatten dann diese Risikoaversion, die im März mit diesem Crash einherging. Der Dollar wertete auf. Dann die Fed, die die Märkte gerettet hat. Der Dollar wertete ab. Jetzt hat die Fed gesagt, wir machen erstmal nichts mehr. Der Dollar wertete wieder auf, hat aber jetzt eben diesen Widerstand gefunden. Und das hilft den Märkten, wenn der Dollar schwächer wird. Das ist ja derzeit sowieso alles ein einziger Trade. Entweder Aktien und Gold und Silber und wie sie auch alle heißen, steigen, dann fällt der Dollar. Oder der Dollar steigt, dann fallen Gold, Silber und die Aktienmärkte, heute eben Aktienmärkte Gold und Silber, nach oben. Und wir haben dann Mohamed El Erian, Berater bei der Allianz, inzwischen ehemaliger PIMCO-Chef, der gesagt hat, ja, es ist so eine Mischung aus Buy the Dip, kauf den Rücksetzer, Tina, es gibt keine Alternative, oder FOMO, die Angst, etwas zu verpassen. Aber das steht in Konkurrenz mit den schlechteren Fundamentaldaten. Wir haben ja natürlich auch eine Abschwächung der Konjunkturdaten jetzt gesehen, vor allem im Dienstleistungssektor, aber insgesamt zeigt sich doch, dass das Bild sich jetzt eintrübt, da wo jetzt sozusagen die Droge ein bisschen nachlässt der Corona-Maßnahmen, jetzt kommt der Schmerz, man war so ein bisschen betäubt, ein bisschen im Rausch, und jetzt kommt der Schmerz, wenn eben die Droge nicht mehr kommt. Dementsprechend ist die Frage, wie nachhaltig eben dieser Anstieg jetzt ist, auch wenn wir charttechnisch zumindest noch ein bisschen Luft haben, und eben der weaker policy support, den El Arian hier anspricht, also der schwächere politische Stimulusimpuls, der derzeit der Fall ist. Kommen wir zu dem jetzt wohl Hauptthema, das neben dem Stimulus entscheidend ist und neben dem Coronavirus respektive der Fallzahlen bei dem Coronavirus. Das sind natürlich die US-Wahlen, und wir sehen hier eine Analyse der Deutschen Bank, nach der Biden deutlich vor Trump liegt. Okay, es gibt eine relativ große Disapprove Zahl, Anzahl, Prozentzahl gegenüber Donald Trump, also eine Ablehnung seiner Politik in den USA, aber das kann sich natürlich alles sehr, sehr schnell ändern. Jedenfalls sagt die Deutsche Bank hier, okay, wenn es jetzt so ist, dass wir zum Beispiel einen Sieg von Biden haben und dann die Demokraten auch den Senat übernehmen, wo derzeit ja noch die Republikaner das Sagen haben, dann wäre praktisch also der Präsident, das Abgeordnetenhaus vermutlich, und der Senat demokratisch. Das würde bedeuten, dass wir wahrscheinlich ein riesen Stimuluspaket haben. Die Demokraten fordern ja sehr, sehr viel mehr als die Republikaner, und das wäre bullisch für die Aktienmärkte und es wäre negativ für den Dollar, und wir wissen, was schlecht für den Dollar ist, ist gut für die Aktienmärkte, ist gut für Gold, ist gut für Silber. Dementsprechend wäre das für die Märkte vielleicht sogar das Idealszenario, weil es heißt massiver Stimulus. Dagegen, wenn wir hier eine Aufteilung haben, dass also zum Beispiel der Präsident Biden heißt, aber zum Beispiel die Republikaner mindestens eine Kammer, Abgeordnetenhaus oder Senat behalten, dann wird die ganze Geschichte schwieriger, und dann dürfte es auch für den Dollar nicht so negativ sein. Das ist vielleicht eine sehr intelligente Bemerkung der Deutschen Bank, die das hier gut auf den Punkt bringt. Schauen wir uns mal die nächsten Termine an.
Morgen in der Nacht auf den Mittwoch, da steht ja die Debatte an. Das wird ein echtes Highlight. Um 3 Uhr mittwochs morgens deutscher Zeit wird das beginnen. Dann haben wir 8 Tage später die Debatte der Vizepräsidentin respektive des derzeitigen Amtsinhabers als Vizepräsident Mike Pence und der Aspirantin Kamala Harris. Und wir haben dann am 15. die zweite Debatte zwischen den Präsidentschaftskandidaten, zu denen ja auch Trump gehört, und eine Woche später dann die dritte. Dann kommen die Wahlen am 3. November und dann gibt es die sogenannte Safe Harbor Deadline, wenn die Staaten sozusagen ihre Resultate spätestens bringen müssen, auch wenn es juristische Anfechtungen gibt bei diesen Wahlergebnissen. Also da liegt noch einiges vor uns. Aber gucken wir uns die Charts an, meine Damen und Herren. Und hier sehen wir den DAX in den Charts von Capital.com. Und der DAX ist der Gewinner heute. Über 3% ging es nach oben. So stark wie bei keinem anderen der größeren europäischen Indizes. Also da ging richtig was. Raketenartig nach oben, der große Gewinner heute. Allerdings ist natürlich noch ein bisschen Strecke bis zu dem Niveau 13.200, wo der Abverkauf dann begann. Dann war so eine Seitwärtsbewegung, nochmal der Antäuscher nach unten. Jetzt diese starke Rallye nach oben. Und wenn wir uns den Nasdaq, der zweite Gewinner, zumindest der stärkste Index heute, zwischenzeitlich im Mindesten, dass der Nasdaq 100. Hier sehen wir möglicherweise so eine Doppelbodenformation im kurzen Zeitfenster, die noch ein bisschen tragen kann, wo noch ein bisschen charttechnisch Luft nach oben ist. Aber es dürfte insgesamt choppy bleiben, es dürfte insgesamt volatil bleiben, es dürfte auch Abverkäufe geben, dann wieder Rallyes, denn die Dinge sind einfach schwierig. Und irgendwann haben die Shortseller auch fertig, dann sind die sozusagen den Weg des größten Schmerzes gegangen, mussten ihre Positionen eindecken, dann fehlt dieses Reservoir an Short-Positionen, das dann eigentlich die Käuferseite unterstützt. Wir werden sehen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Das Hauptding wird jetzt diese Präsidentschaftsdebatte in der Nacht Dienstag auf Mittwoch sein. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend und sage Ihnen Servus und Ciao.